Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Coaster hier bei Heisenberg zockt. Ja, schön sieht's aus. Und hier unser neues Piratenklo. Das habe ich ja ein bisschen im Verdacht, dass es uns hier die Piraten, ja die auch, ne, die Finanzen schröpft. Wir müssen mal schauen. Parkverwaltung. Finanzen hier. Parkverwaltung. Schon wieder. Irgendwo sieht man hier doch, wenn man guckt. Oh, da sieht man vor allem, dass wir Marketingkosten haben, die alle sprengen. Moment, das müssen wir ändern. Ich glaube, wahrscheinlich ist doch nicht das Klo schuld, sondern die Fernsehwerbung. Zack, löschen wir mal und beobachten das Ganze weiterhin. Was haben wir bei der Forschung? Da haben wir was fertig. Forschung anzeigen. Neue Entdeckung. Overpower, Nervenkitzel, Fahrgeschäft. Sehr schön. Neue Forschung. Einmal diesen hier. Geht irgendwie nicht. Neue Gegenstände verfügbar. Moment, da muss ich doch noch was machen können. Was haben wir hier? Ach so, was abgeschlossen ist. Okay. Kostet aber auch ganz schön Geld. Vielleicht sollten wir mal Moment lang warten. Wir bleiben mal bei der Forschung stehen. Sonst kostet das zu viel. Wir sind hier unten immer so bei 100 plus, 100 minus. Aber vielleicht wird das ja mit der Wildwasserbahn was. Guck mal, eine Riesenschlange. Das ist ja schon ganz herrlich. Und Boote, die stehen. Aha. Warum steht hier? Hier passiert ja irgendwie gar nichts. Hier. Hier haben wir eingestellt, dass sie fahren sollen, wenn die Boote voll sind. Aber irgendwie fahren sie nicht. Warum fahren sie denn nicht? Ist kaputt? Nee, dann wäre zu. Wenn das Ding kaputt wäre, dann schließen sie es. Mal schauen. Offen haben wir. Okay, so lange warte ich nicht. Ist ja klar. Der Park ist ein Schnäppchen. Okay, wir gehen hier mal noch mit dem Preis rauf. Da machen wir mal 10 draus. Einfach, weil wir das Geld brauchen. Und dann beobachten wir natürlich, ob die Schlange massiv kleiner wird. Und beim Betrieb voll besetzt haben wir. Warum geht das denn nicht? Wenn ich hier zurückgehe. Oh. Dann kommt Bewegung in die Bude. Wenigstens ein bisschen. Nee, ja, hallo? Jetzt geht's plötzlich. Ist das ein Bug oder was soll das? Jetzt geht's. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, auf voll besetzt, dann gehen hier die Tore wieder zu. Eigentlich. Wenn man es genau nimmt. Jetzt gehen sie wieder auf. Okay, jetzt scheint sich's wieder eingependelt zu haben. Irgendwo hatten wir da einen kleinen Hänger. Oder sie stehen jetzt wieder und kommen nicht rein. Hier ist ein leeres Boot. Der grinst hier schon, erwartungsfroh. Ah, und er kann rein. Gut, dann können wir das doch so laufen lassen, denn wenn wir schon so eine Schlange haben, dann sollen die natürlich hier auch nur losfahren, wenn die Boote voll sind. Alles andere wäre ein bisschen idiotisch. Muss man knallhart sagen. 800, okay, es bessert wieder, so wie es aussieht. Dann gab es noch einen Kommentar zum Thema, die hier, Geldautomaten, dass ich die nicht vergessen soll. Das ist natürlich absolut richtig. Denn wenn die Besucher ja kein Geld mehr haben, können sie keins mehr ausgeben. Das ist eigentlich eine ganz einfache, logische Argumentation. Wir haben aber einen. Reicht denn einer? Sonst stellen wir hier hinten mal nochmal einen hin. Das können wir machen, indem wir... Irgendwo konnte man doch hier kopieren. Geht das nicht mehr? Kamera zentrieren. Geht das nicht bei jedem Gerät? Irgendwie offensichtlich nicht. Was war das gleich nochmal? Strück? Strück und Z? Ne, geht nicht. Okay, gut, dann müssen wir es doch hier unten suchen. Hier war das irgendwo. Da ist es doch schon, das gute Stück. Geldautomat. Wenn wir den einen Geldautomaten da hinten haben beim Eingang, würde ich diesen hier vielleicht irgendwo hier hinstellen, wo es ein bisschen weiter weg ist schon. Zum Beispiel hier. Jetzt sind wir hier gerade mit dem Preis raufgegangen. Dann kann es nicht schaden, wenn hier so ein Automat steht. Zack. Okay, kostet gleich wieder einen 100er. Kann man den noch schmücken? Ja, ein bisschen könnte man vielleicht. Wir lassen den mal so. Wie sieht es hier aus? Steht ihr schon wieder? Oder fährt? Fahrt ihr? Fährt ihr noch? Fahrt ihr? Irgendwie? Nein. Da kommt gerade ein Boot an. Ach doch, es geht. Jetzt gehen die Türen wieder auf. Die steigen ein. Ah, wenn ich jetzt die Kamera hier noch richtig hinkriegen würde. Wir beobachten das mal nochmal. Monatlicher Profit plus 400. Doch, doch, die steigen ein. Das passt jetzt. Die scheint sich da irgendwie aufgehangen zu haben.
Ganz offensichtlich. Und es ist eine Riesenschlange. Was können wir denn da sonst noch dagegen machen? Eigentlich nichts. Die Schlange verlängern. Oh, da lässt jemand Geld raus. Sehr schön. Lobenswert von Ihnen, junge Dame. Das wissen wir zu schätzen. Ich würde sagen, wir gucken uns mal kurz in der Parkverwaltung an, was die einzelnen Geschäfte so leisten. Insanity 3. Insanity 3 macht ein bisschen Minus, aber diese 12 können wir vernachlässigen. Die 41 hier eigentlich auch, würde ich sagen. Und der Rest, ja, die machen eigentlich ordentlich Geld. Haben wir Gears of 4? Haben wir da bei beiden vollbeladen eingestellt? Das gucke ich mal nochmal schnell. Nicht testen. Wo hatten wir denn das? Betrieb. Mindestens Minimumbesetzung. Wir haben es hier doch nicht eingestellt. Das stand eben auch noch in den Kommentaren. Da machen wir hier auch mal noch wobei. Also so richtig brummen tut das nicht. Das können wir uns hier eigentlich zumindest im Moment schenken. Dann bleiben wir hier mal bei der halben Besetzung. Hier hinten, das Ding läuft wesentlich besser. Haben die unterschiedliche Eintrittspreise. Finanzen, Zähne. Okay. Und voll besetzt. Und die haben hier folgendes, nämlich halb besetzt und auch Zähne. Komisch, warum das so dann doch nicht läuft wie das andere. Wahrscheinlich wegen dem Weg. Oder der Platzierung, der Geografie des Ganzen, der Lage des Ganzen. Das liegt am Verbesser. Das liegt zentraler. Das liegt hier gleich beim Eingang und ein bisschen abseits. Wahrscheinlich, ich nehme an, das wird auch einen gewissen Einfluss haben. Dann stand noch, dass hier die Achterbahn ein bisschen zu weit weg ist. Also der Eingang. Das könnte auch ein Grund sein, warum das Ding nicht so brummt. Das könnten wir natürlich lösen, indem wir hier einen Weg durchziehen. Sollen wir das mal machen? Ich hoffe, das sieht dann nicht irgendwie allzu komisch aus, aber wir versuchen das mal. Gehen müsste es ja. Irgendwie die Holzbalken, die weichen sozusagen aus. Wenn man hier durch will. Geht sogar. Problemlos. Bisschen mit einer Kurve in Richtung Eingang. Mal gucken, wahrscheinlich. Oh, blockiert. Warum denn blockiert? Moment. Blockiert. Haben wir zu wenig Geld? Nein, wir haben 1500. Das kann es nicht sein. Zu wenig hoch. Das könnte natürlich sein. Kommen wir hier nicht raus? Wie sieht es denn hier aus? Hier geht's. Okay. Dann machen wir das so. Mit einer Kurve. Das kommt wieder weg. Beziehungsweise, Moment. Mit dem richtigen Guss. Gut. Ja, ist eigentlich fast besser so. So kommt man direkt zum Eingang, beziehungsweise zum Eingang von dem hier. Eigentlich wollten wir zum anderen Eingang, aber okay. Das müsste trotzdem helfen. Guck mal, da kommen schon die ersten. Das ist soweit eigentlich ganz gut. Hier fehlt auch ein bisschen Szenerie, gebe ich zu. Aber wo soll man die hinsetzen, wenn es hier so hoch geht? Wir gucken einfach mal. Was haben wir an Szenerie? Hier Achterbahntorbogen. Das würde zum Beispiel doch relativ gut hinpassen. Ich muss aber auch gucken, was das kostet. $40. Leisten wir uns mal, wenn ich jetzt noch den Knopf finde zum Drehen. Das wäre dann irgendwie so. Da ist aber was im Weg. Das ist natürlich schlecht. Nämlich das andere Fahrgeschäft. Hier irgendwie, das könnte man eigentlich so machen. Wenn wir es hier hinsetzen, ein bisschen was bringen sollte das. Wir machen es mal. Okay, ist jetzt nicht der Kracher, aber immerhin. Achterbahntorbogen zum Beispiel hier hin. Ja, da haben wir wieder keinen Platz, aber wir könnten den Bogen hier hin machen, würde ich vorschlagen. Kann man den noch anschreiben? Wahrscheinlich ja. Bisschen rüber noch. Bisschen drehen. Zack. Dass wir hier vielleicht ein Schild hinmachen. Wo haben wir denn gleich nochmal die Schilder? Irgendwo hatten wir doch die Schilder. Spezialeffekte, Szenen, nein, nein, nein. Wegextras, irgendwo hatten wir Schilder, ich weiß es. War doch kaum bei Gebäude, das kann ich mir nicht vorstellen. Wandschilder, doch, bei Gebäude, okay. Oh, das ist ein bisschen zu groß. Ich hätte mir irgendwie was Kleineres vorgestellt. Sowas zum Beispiel. Ja, das geht aber, glaube ich, tatsächlich. Das kann man hier hochhängen. Machen wir mal. Einmal. Kann ich das noch beschriften? Schriftart, eigener Text. Moment. Hehe.
Das sollte eigentlich Teil heißen. Kann man das lesen? Das ist, sieht ein bisschen aus wie ein zweites L. Wir nennen es anders, dann kann man es auch lesen. Okay. Was Blöderes ist mir nicht eingefallen. Aber das sollte eigentlich schon was bringen. Vielleicht hier. Da haben wir Sitze. Was könnte man hier denn noch machen, dass wir hier hinten noch was machen? Türen und Fenster. Die helfen uns hier natürlich herzlich wenig, aber Dekor. Irgendein Licht. Ein Eisenring. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Schauen wir mal. Ist wahrscheinlich in die falsche Richtung. Man sollte wahrscheinlich die Räder sehen, aber okay. Noch eine Fahne. Eben, ich war eine Klimaanlage. Ich weiß nicht, die Szenerie, ob das immer die gleiche sein sollte. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Oder ob das egal ist. Das Hauptsache Szenerie, sozusagen. Gut, ein bisschen besser sieht es aus. Wir haben einen Weg gemacht. Das heißt, die Leute kommen auch einfacher hier hin. Wir behalten das mal im Auge, wie alles. Falsche Richtung. Ich wollte nach da hinten, nämlich nochmal gucken, wie sieht es hier aus. Bei unserem Ripsaw Falls. Leute hat es immer noch, also die akzeptieren die Kosten, dass es teurer geworden ist. Und jetzt schauen wir mal nochmal, ob die einsteigen können. Ich denke mal ja. Die gehen raus. Wenn sie draußen sind, sollten die rein. Da wurde was repariert. Jawohl, bestens. Ich bin zufrieden. Vielleicht könnte man hier, ja man kann, das weiß ich sogar, dass man mehr Wagen auf die Reise schickt. Also mehr von diesen Dingern hier. Dafür müssten wir aber zumachen und das möchte ich nicht. Das lassen wir mal so laufen. Wie sieht es mit Geld aus? 1400 ist okay. Da können wir vielleicht schon bald wieder was bauen. Es wäre mal fällig. Wie sieht es denn hier sonst so aus? Mit den Schlangen? Ja, eigentlich Leute hat es. Wie viele Leute haben wir denn? 1000 ist das die Bewertung. 1143 und 1800 Leute fast. Ist eigentlich auch ganz okay. Sollen wir mal nochmal bei jemandem einsteigen? Ich würde mal gerne gucken, was der junge Mann hier so treibt. Das wäre die Kamera hier. Hat immer was Entspannendes. Vor allem auch, dass man sich eben umsehen kann. Schön hier mit den Palmen. Da kommt Kollege Hausmeister. Ja, der ist grenzenlos glücklich. Und wir gehen auf eine Bahn. Wo gehen wir denn hin? Sicherlich irgendwas, was wieder dreht und kopfüber. Ja, genau, natürlich zu der hier. Okay, da steigen wir mal aus. Sicherheitshalber. Aber die läuft, glaube ich, auch ganz okay. Ja, ist jetzt auch nicht der Renner hier. Aber passt schon. Gut. 1800. Was könnte man denn für 1800 noch kaufen? Wir schauen mal. Wir können mal nochmal bei den Bauplänen gucken. Ich habe noch ein paar weitere Mods installiert. Die sind aber halt alle einfach schlicht und einfach zu teuer. 67.000. Ja, da, puh. Sci-Fi, was ist das? Oha, okay. Das ist ein Laden. Okay, mit wahrscheinlich, boah. Mit wahrscheinlich links und rechts nochmal so zwei Slots, wo man noch weitere Läden reinsetzen kann. Möchte ich im Moment nicht. Toilettenhäuschen haben wir gerade gemacht mit den Piraten und der Rest ist nicht bezahlbar. Schade. Haben wir was Kleineres? Was wir zahlen könnten, kaufen könnten. Ich bin hier immer noch mit der Kamera teilweise ein bisschen am Üben. Wenn ich nicht gerade wieder 3-4 Folgen am Stück aufgenommen habe, dann, ja, dann gibt es öfters dieses So. Achterbahn. Nö. Fahrgeschäfte. Was haben wir hier Schönes? Wir haben 1900. Das müsste doch eigentlich schon bald wieder für irgendwas reichen. Irgendwas mit Nervenkitzel. Roktopus. Haben wir dich schon? Ich glaube, dich haben wir schon. Irgendwo. Oder hatten wir dich und haben dich wieder abgerissen? Das kann natürlich auch sein. Ich weiß doch nicht mehr, was wir da an Bahnen wieder vernichtet haben. 2 Stück haben wir abgerissen. Das weiß ich noch. Ah, da ist leider das Gelände fertig. 3000. T-Corps. Die haben halt alle zu wenig Nervenkitzel und Co. Das Ding würde nicht schlecht aussehen. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Aber das würde vom Nervenkitzel her und so weiter eigentlich passen. Passt du hier rein? Irgendwie, nö. Oder haben wir das Geld gerade wieder nicht mehr? 1900? 1600, doch.
Das passt hier tatsächlich nicht rein. Hier wird es hingehen. Wo wird es auch noch Sinn machen? Hier eigentlich auch. Das würde eigentlich auch sehr nett aussehen. Machen wir mal. Okay, Eingang platzieren. Selbstverständlich, machen wir mal. Hier, den Ausgang auf der anderen Seite. So, da kommen sie schnell raus. Dann den Weg. Ein bisschen in die Richtung. Eindrehen, wobei, Moment, da können wir den Raster wieder aktivieren. Na, möchte nicht mehr. Mit Raster möchte es nicht. Ohne? Ohne geht. Gut, dann machen wir das ohne. In die Richtung. Und nochmal rauf. Man kriegt es eigentlich auch ohne den Raster. Relativ halbwegs vernünftig hin, würde ich mal behaupten. Okay, testen. Wir testen mal. Eben, ich weiß auch noch nicht, oder immer noch nicht, wozu die Tests gut sind. Wenn sie ja nicht bestimmen oder nicht nachher erörtern, was das hier eben genau ist. Das steht von Anfang an fest, so wie es aussieht. Ich gucke jetzt mal, ob sich's verändert. Das wäre dann die Lösung eigentlich, warum man testen muss. Aha, lass uns doch mal einsteigen. Das sieht relativ friedlich aus. Gleich macht's und dann. Ja, und schon geht's. Die mit ihrem Kopf über. Wieder raus. Was macht ihr denn mit den Leuten? Oh, das dreht sich hier aber echt 7-mal um die eigene Achse in alle Himmelsrichtungen. Ist ja ein Elend. So, ich würde sagen, das muss reichen. Ich glaube, hier hat sich tatsächlich nichts verändert. Warum testet man denn? Ob es nicht auseinanderfällt, wenn es sich bewegt? Keine Ahnung. Oh, 1400 monatlicher Profit. Dankeschön. Das hören wir gerne. Gut, Ende des Tests. Wir öffnen Konfettiregen. Bitte treten Sie ein, bringen Sie Ihr Geld mit. Dann würde ich sagen, wir machen hier mal noch ein bisschen Dingens hin. Szenerie. Irgendwas Schönes. Warum nicht ein Felsbrocken? Warum nicht eine Palme? Zack, zack, zack. Die gefallen mir eh sehr, sehr gut. Mir gefällt dann das Ambiente relativ gut. Kunstformen. Ja, das ist wieder dieses komische Rund und nicht rund. Aha, nee, das ist irgendwie nicht so meins. Spezialeffekte, das klingt schon besser. Lasereinschlag. Kann man das testen? Ach, Moment. Ja, okay, ist aber eher, auch eher. Ja, sagen wir mal bescheiden. Was haben wir hier? Was machst du? Mittleres Feuer. Was macht das? Mittelstarkes Statikfeld. Ah, das sieht relativ cool aus. Vielleicht. Ja, hier dazwischen passt das nicht mehr. Vielleicht hier an die Seite. Ein bisschen drehen. So, 10 Dollar, das kann man immer investieren. Irgendwo hatten wir noch, nicht Büsche, Felsen, Formschnitt. Was ist das denn? Ach so, ja, das sind diese lustigen Bäume. Hier, die habe ich gesucht. Die Bänke. Ich hätte hier mal gerne noch eine Bank. Hier auch noch eine, damit sich die Leute auch setzen können. Haben wir hier auch eine, da haben wir eine. Dann gibt es hier noch so eine. Okay, also dann bitte besucht den Palmengarten inklusive angrenzender Bahn. Fahrgeschäft. So, ja, die ersten starten. Müssen wir beobachten, ob das wirklich Geld abwirft. Und sonst werden wir es halt auch wieder aus dem Verkehr ziehen, das gute Stück. Wie wir es bei den anderen Fahrgeschäften auch gemacht haben. Hier ist die Schlange ein klein bisschen kleiner geworden. Die standen schon weiter runter, aber auch nur ein bisschen. Mal gucken, was die so denken. Die Szenerie ist wunderbar und er muss zu lange warten. Hammer und so weiter. Beste Warteschlange. Ja, hier ist natürlich von der Warteschlange her, das waren ja nicht wir. Das war von der Mod her schon so. Mit diesen ganzen Blumen und den ja, diesen Dingsbums, wie heißen die gleich nochmal? Lichterketten. Viele Gäste haben Durst, werden sollte trinken. Ah, ich muss hier oben häufiger gucken. Also, trinken, laden, Getränke. Haben wir hier noch irgendwie was? Ein Burgerladen. Ein Dorfladen. Was macht der Dorfladen? Steht das irgendwo? Schön ist er ja. Hier kann man bestimmt Getränke kaufen.
würde ich mal sagen. Da ist wieder irgendwas kaputt. Sollen wir uns das gönnen hier? Moment. Gehen wir ein bisschen näher ran hier noch. Gucken, dass wir hinten nicht auf dem Weg stehen. Zack. Okay, hat auch gleich wieder 600 gekostet, aber okay. Dann haben wir hier... Ach, das ist so. Mit diesen, auch mit diesen Slots. Und die sind aber schon gefüllt. Gut. Passt. Hinten passt auch. Was haben wir hier? Wahrscheinlich auch nochmal Getränkeding. Ne, das sind die Hamburger. Das ist ja bestens. Und Mülleimer haben wir auch. Stellen wir hier natürlich auch nochmal hin. Zack. Und gleich nochmal. Hier. Von denen können wir nicht genug haben. Zack. Bestens. Seifi-Mülltonne. Also, wir gucken mal. Was haben wir denn noch? Da können wir nichts machen. Das muss der Techniker machen. Dass sie Durst haben, haben wir gehört. Ach so, wir könnten ja natürlich... Da ist einer unglücklich. Der Amos. Ich wünschte, die würden mich etwas besser bezahlen. Ja. Machen wir mal. Machen wir mal 100... Machen wir mal 140 draus. Was meint er dazu? Ja, haut ihn fast um vor Freude. Hm. Machen wir mal 145 draus. Da passiert überhaupt nichts. Ja, was können wir denn da sonst noch machen? Können wir ihn befördern? Das müsste doch eigentlich auch was bringen. Hier war die Beförderung. Profi. 140 machen wir mal. Aha, er ist schon zufriedener. Mit etwas Training, bla bla bla. Jetzt müssen wir aber halt wahrscheinlich mit dem Lohn nochmal rauf. Wenn wir schon den Mann befördert haben, dann kriegt er jetzt 155. Ja, jetzt ist er wieder hier im mittleren Bereich. Das müsste okay sein. Eben, ich wollte noch schnell gucken. Was haben wir denn hier im Dorfladen? Okay, das ist auch wieder so ein, so ein Magnet. Da kommen gleich alle angerannt. Was machen wir denn hier? Ach, das ist auch Hamburger, wie der Kollege nebenan. Und das ist auch nochmal ein Hamburger. Eieiei, und das ist auch ein Hamburger. Das ist hier die Fressmeile. Jetzt haben wir hier aber natürlich immer noch nichts an Getränken. Geschäft. Moment, nein, wo war das? Laden? Getränkeladen. Dorfladen. Der ist aber unter Getränke aufgeführt. Wir machen das mal mit angepasst. Energy. Fantastic. Hotdog. Hat zwar nichts mit Getränke zu tun, aber okay. Was war denn das? Parkeingangstor hier. Auch nicht schlecht. Kaffee. Toilette. Unterhaltungsstelle. Ich würde mal sagen, wir versuchen es mal mit dem hier nochmal. Stellen den gleich mal daneben. So, irgendwie in der Art und Weise hier. Okay, gut. Mal gucken. Das sollte ja jetzt, ja. Im Prinzip ist es doof, den auch noch hier hinstellen, damit ja noch ein bisschen mehr Leute kommen und hier die ganze Straße blockieren. Hier müssen wir dann demnächst auch mal wieder was machen, dass wir, keine Ahnung, die Straße breiter machen oder so. Irgendwie sowas in die Richtung. Oder halt irgendwie vielleicht den hier nochmal, mit dem nochmal umziehen. Wir nehmen den mal. Der muss ja nun wirklich nicht dastehen, wo die anderen Hamburger Stände sind. Oh, die sind zu. Moment, da muss ich auch noch was machen. Guck mal, der ist zu hier, der gelbe. Warum ist der denn geschlossen? Wir machen hier eine neue Fressmeile. Da ist ein Eimer. Ein Mülleimer. Den können wir auch noch schnell verschieben. Nämlich am liebsten hierhin. Und warum bist du zu? Dich machen wir mal auf. Okay. Und der ist offen. Warum war denn der zu? Ich weiß es gar nicht. So, ich denke, jetzt wird es hier aber dann wahrscheinlich auch zu einem ordentlichen Auflauf kommen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo gerade noch die Parkbänke waren, da sind sie doch. Dann machen wir hier nämlich nochmal zwei hin. Dann können sie hier in Ruhe trinken und essen. Mal gucken, ob sie das machen. Nö, die gehen weiter. Was denken sie denn gerade? Das Essen ist toll. Sie haben aber Durst und müssen dann mal aufs Klo. Wir haben hier hinten so ein schönes Piratenklo, liebe Leute. Da, das ist gar nicht weit weg. Nutzt das doch. Das ist nun wirklich ein Steinwurf entfernt von hier. Oder sollen wir hier auch noch ein Klo hinmachen? Wir machen hier auch mal noch ein kleines Klo hin. Wir haben nämlich wieder Geld. Dann können wir das auch. So, Toiletten. Was haben wir hier denn bei den Bauplänen? Burgerladen und Co. Ja, wir brauchen ja nicht schon wieder so eine riesen
so ein riesen teures Dingsbums. Wow, das, ich, aber es gibt schon Sachen, aber das kostet, ist viel zu teuer, 1400. Wir gucken hier nochmal. Ein Klo und Toilettenblock. Wir können den ja auch noch ein bisschen anpassen. Zum Beispiel irgendwie hier hin. Bisschen rüber darf das gute Stück gerne noch. So, einmal Klo. Und jetzt gucken wir nochmal bei den Tafeln. Gebäude war das. Cool. Passt nur nicht wirklich. Okay. Nett wär's gewesen. Ein Licht. Können wir hier noch gebrauchen? Schwebt das? Nee, das schwebt nicht. Ich hätte gerne wieder die Ladendekor. Das habe ich ja noch gar nie gesehen. Oh ja, das ist natürlich auch nett. Zack, hier mal noch so ein Teil. Piratenmarkise. Passt das noch hier hin? Und wie das noch hier hin passt. Zack. Okay, ja, langsam besser. Und was hängt man vor dem Klo? Das ist dann die andere Frage. Wahrscheinlich nicht gerade Hotdog, sondern eher Attika abgerundet. Ladenmarkise. Ja, passt hier nicht hin. Machen wir mal noch dahin. Passt da auch nicht hin, aber ist wieder was, was dranhängt. Eine Flagge. Ja, irgendwie warum nicht, aber was hängt denn an einem Klo? Eigentlich nichts. In dem Sinn. Eine Beleuchtung vielleicht. Eine Fackel? Hier auf der Seite eine Fackel. Das könnte man machen. Okay. Aber sonst? Glasfaser-Lichtstreifen. Wow. Wow, aber das ist schon, das ist der absolute Hammer, was man hier alles machen kann. Wenn man es dann mal entdeckt hat. Ist ein bisschen zu groß. Hier wird es hingehen. Oder, hier unten. Wir machen das mal. So, passt zwar nicht zu diesem alten, ehrwürdigen Häuschen, aber es passt in einen Freizeitpark, würde ich mal sagen. Der Cube wird repariert, hoffen wir mal. Und unser Hausmeister, der ist wieder glücklich. Ist das der Beförderte, der Profi? Mein Job ist toll. Azubi, nee, das ist ein anderer. Aber der ist eh zufrieden, den brauchen wir nicht befördern. Würde ich mal sagen. Gut, Klo wird auch genutzt. Chief Beef geht noch ein bisschen leer aus. Im Moment ist hier nicht allzu viel los. Ich glaube, die Leute, die sammeln sich alle irgendwie hier hinten. Oh ja. Ich merke es auch gleich der Performance an. Und wie sich die hier sammeln. Dem gefällt, was wir hier hingestellt haben. Gut. Ist ja auch schön. Das gibt Geld. Wir haben 4000. Wir können, würde ich mal sagen, in der nächsten Folge dann wieder mal ein neues Fahrgeschäft kaufen. Und zwar eins, ja, eine Mod halt. Irgendwas Massives. Es gibt da eben noch so viele wirklich coole Sachen, die wir einfach bezahlen können müssen. 360, wir machen mit dem Ding auch schon Plus. Dann darf es bleiben. Haben wir gerade beschlossen. Der Cube wurde repariert. Und wir machen ein kleines Päuschen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier aus diesem doch inzwischen relativ schönen Park, wie ich finde. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.